Willkommen zurück zu Super Mario Kart, heute mit dem Sterncup der 150er Klasse. Wir haben ja den Pilzcup und den Blumencup ohne große Schwierigkeiten geschafft. Aber jetzt beim Sterncup, ihr wisst es, ich bin ja... Die Strecken liegen mir nicht. Das liegt daran, dass ich meinen Fahrstil mit dem Maximum Speed und dem Hoppen, sagt man, zum Ausgleich hier nicht ganz anwenden kann. Aber das macht nichts, wir werden uns trotzdem bemühen, uns hier souverän anzustellen. Mal sehen, wie es klappen wird. Cooper Beach. Eigentlich habe ich hier... Ups, ein Vorteil. Natürlich auch mal vollständigkeitshalber erwähnt, die schwarzen, die dunkleren Stellen im Wasser. Da versinkt man. Ich bin halt eben noch so schnell gefahren, dass es halt noch gereicht hat. Man kann da noch ein bisschen fahren. Aber schnell holt einen Lucky Two dann wieder aus der Misere. Na, 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 na. Ach, der hat schon wieder einen Stern eingesetzt, Luigi. Ich habe den eigentlich eine Banane direkt vor die Nase gelegt. Na, was soll's. Na, 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 na. Ja, wir verlieren ganz schön an Speed hier. Das ist eigentlich das Problem. Das Kernproblem. Okay, wie immer, Koopa 1, Luigi 2, Yoshi 3, Peach 4, Mario 5 und der Rest ist eigentlich für die Hose. Warum ist Donkey Kong Jr. eigentlich so fett? Weiß das jemand? Also in allen anderen Spielen ist Donkey Kong Jr. eigentlich klein und schmächtig. Aber man brauchte halt noch ein Schwergewicht, so wie Bowser. Ist halt wirklich so. Ach ja, so, der große Schokoteich will von uns mal wieder besudelt werden. Kümmern wir uns mal drum. Hier sind natürlich Bananen erwünscht. Irgendjemand fährt da schon rein. Früher oder später. Ja, das war die Blume. Das war dämlich von mir gemacht. Entschuldigung. So. Warum entschuldige ich mich eigentlich für meinen eigenen Fail? Verdammt. Fahr rein. Irgendjemand. Ja, irgendjemand ist reingefahren. Das Yoshi-Ei liegt auch gut. Aber ich glaube, da fahre nur ich rein. Die anderen Computergegner können da nicht reinfahren. Oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Boah. Stell mich an wie ein abgelaufener Joghurt. Ach, Hauptsache wir bleiben vor den Pappnasen. Das ist es, was es zu erreichen gilt. Yoshinski, Mensch, nimm mich nicht. Ich muss deinen Reiter einholen. Verdammt. Weil das eigentlich bevorzugt Mario ist, dein Reiter, dein Reitlehrer, dein Ritter. So. Ach Mann! Das kann nicht wahr sein hier. Gut, das wird mir helfen. Ah, schlecht eingesetzt. Ach, was machst du denn? Dritter. Okay. Das ärgert einen so. Da kann jederzeit Stern einsetzen. Wenn ich auf Knopfdruck Stern einsetzen könnte, ey. Da würde ich auch rocken. Mann. Okay, Luigi ist uns also überlegen momentan. Gut. Ich werde ihn im Auge behalten. Dann machen wir doch platt. Alles nur halb so wild. Endlich mal wieder Turbo starten. Mal Zeit. Items sind völlig überbewertet. Ah, ja, verdammt sehr. Das mit den Eisblöcken ist so eine Sache, ne? Es gab übrigens auch coole Battle Stages im Zweispieler-Modus. Zwar immer nur vier. Das darf nicht wahr sein. Ratet mal, was ich gerade tun wollte. Ihn abknallen. Na komm. Hör auf jetzt. Fahr extra langsam, gell? Aber der hört nicht auf mit seinem Stern. So. Endlich mal. Jetzt gibt Gummi. Eigentlich sollten wir Yoshi bestenfalls nicht aufhalten, damit Yoshi Zweiter wird. Ist klar, ne? Ach, Luigi ist wieder vorne. Das ist...
Aber nicht mehr lang. Na, obwohl, hört. Mann, ey. Wir müssen was tun gegen diesen Klempner. Wenn er immer Erster wird, haben wir keine Chance. Puh. Wie viele Punkte sind wir denn auseinander? Zu viele. 6 Punkte. Wie viele Runden? Das ist die 4. Runde jetzt, ne? Oh, das ist auch noch meine Hassstrecke. Oh, 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 oh. Nee, nee, Freunde. Diesmal sehe ich schwarz, um ehrlich zu sein. Diesmal sehe ich schwarz. Was machen wir denn am besten mit dem? Irgendwie ist uns nur Peach auf den Fersen. Gut anstellen ist die Devise. Erstmal Selbstskill. Alles andere ist ja erstmal zweitrangig. Das meine ich, das ist die Bestrafung. Man fährt zu schnell und fällt dementsprechend in die Lava. Man, oh Mann, muss man vom Gas gehen, weil man zu schnell ist. Furchtbar, solche Szenen. Das hat leider nur Mario getroffen, gut. Und da habe ich den roten Panzer. Ich würde ja die eine Taktik machen, die ich schon mal gemacht habe. Aber ihr wisst, dass Luigi mit seinem Stern hat mich gern. Ich werde es aber versuchen. Ich werde versuchen. Das darf nicht wahr sein. Wir müssen Luigi trotzdem ausschalten. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Mann, ey! Ich fahre ganz normal da lang, wisst ihr? Puh. Na, na, na. So. Vom Gas gehen. Mann. Wie ärgerlich. So, ich krieg dich. Getroffen. Jetzt Erster werden. Alles ist wieder gut. Hahaha. Badgie, Bulagi. Da haben wir es wieder egalisiert. Mit unserem roten Panzer haben wir es geschafft. Und ich bin auf meiner Hassstrecke Nummer 1 Erster geworden. Puh, das war ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber okay. Hahaha. Wie schmeckt dir das? Okay, wir haben noch eine Runde und ich muss auf jeden Fall vor Luigi sein, denn sonst habe ich nicht gewonnen. Okay, okay. Zu früh. Ich hab's gemerkt. Aber Mario Circuit bin ich gut. Eigentlich, dachte ich zumindest. Bis eben gerade. Hey, nur von euren RAM-Attacken. Lass ich mich doch nicht so beeindrucken. Mann, ey. Okay. Okay. Okay, okay. Analyse. Fehlersuche. Fehler gefunden. Hier fehlt Skill. Nicht Spaß. Ach, da nimm. Mann, ihr geht mir auf den Schnürsenkel. Ne? Die Schwergewichte da hinten. Da tue ich mich immer schwer, weil Koopa so ein Leichtgewicht ist und hinten sind immer Bowser und Donkey Kong. Na, na, na. Na, 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 na. Verdammt. Okay. Interessant. Wir müssen vor Luigi landen, anders werde ich das Rennen nicht beenden. Ach Mann. Verdammt, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es überhaupt nicht. Banane habe ich auch für die Katze da hingelegt, fährt kein Schwein rein. Sondern nur Katzen. Oh Mann. Leute von heute, was soll ich tun?
keine Chance vor, Luigi zu sein. Na, 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 na. Aufgeben. Wir haben unser Extra-Leben. Wir haben unser Extra-Leben. Ist zwar eine Schande, aber vielleicht stellen wir uns jetzt besser an. Es war zu früh. Ich weiß ja, wann in etwa. Man sagt, wenn ihr euch vielleicht fragt, wann kriegt man den Turbo? Und ihr lest es irgendwo auf, was weiß ich, Cheat-Seiten oder so. Und da steht dann, ja, zwischen dem ersten und zweiten Symbol auf A-Trick. Ja, Freunde. Also auch noch viel Zeit zwischen den ersten beiden Lichtern, Lichtsymbolen. Muss man genau eine Millisekunde treffen, die man nicht beschreiben kann. Viel zu viel Speed, ey. Wer hätte gedacht, dass ich mich mal über Speed beschwere? Danke, Tori. Ein bisschen geholfen. So. Ach, Mann, lass mich doch vorbei, Alte. So. Okay, aber es bleibt dabei, wir müssen vor Luigi sein. Ach, erst die vierte Runde, ich glaube, das wäre die letzte. Ich ramme ihn, gleich kommt er wieder mit so einem scheiß Stern an. Nein, kein Stern heute. Ist krank, Luigi. Jetzt setzt er einen ein. So. Wow, ihr merkt schon, das ist gar nicht so übel. Ich muss jetzt nur noch verteidigen. Nur noch ist gut. Keinen Fehler machen. Er ist mir auf den Fersen. Jetzt der kleinste Fehler und ich habe verloren. Aber fehlerlos gehe ich durchs Ziel und gewinne diesen Cup. Jawohl, Stern-Cup 150. Geschafft. Wow, das war ein ganz schönes Stück Arbeit und ich wäre sehr froh, wenn ihr das honoriert mit einem Daumen nach oben. Puh. Also, um keine Kopfschmerzen bekommen hier. Gut. Schnappt ihr den Pott, der leider immer gleich aussieht. Aber hey, das war die Triumphe meiner Kindheit. Sanftes Konfetti. Okay, Leute. Wenn's gefallen hat, dann Daumen hoch und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Part. Nicht verpassen. Das Finale. Der letzte Part. 150 Spezialcup. Oha. Also, Leute, bis dann und ciao.